Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal der Designschmiede. Heute geht es einmal um Ugly Christmas Designs. Ich habe hier zum Beispiel auf Merch Informer Ugly Christmas Designs gesucht und dann solche hier gefunden. Diese bestehen aus verschiedenen Elementen und wir machen heute eine Vorlage, wie man diese einzelnen Elemente erstellt, um dann zum Beispiel ein Design zu erstellen, das wie dieses hier aussieht. Ist jetzt nicht besonders schön, war nur mal eben so dahin gemacht, aber wir kümmern uns heute hier um diese Elemente, wie wir sie erstellen. Möchtet ihr generell mehr zu dem Nischentipp Ugly Christmas Designs erfahren? Schaut doch gerne auf dem YouTube-Kanal vom lieben Merch Whisper vorbei. Der hat heute mit mir zeitgleich ein Video hierzu hochgeladen. Ich werde es euch jetzt hier oben und in der Videobeschreibung verlinken. Und wie gesagt, wir kümmern uns heute um die Erstellung einer Vorlage. Schmieden wir los! In meiner Videobeschreibung habe ich euch des Weiteren einen Download vorbereitet. Dieser Download besteht einmal aus der Vorlage zum Download. Die sieht so aus. Dort habt ihr alles, was wir heute in dem Video besprechen, auch einmal drin und könnt sie dann individuell weitergestalten. Des Weiteren, wie man dann so eine Schrift erstellt, die dann so aussieht, und die Patternvorlage, um daraus dann, wie gesagt, diese Schrift zu erstellen. Wir gehen jetzt aber zurück zur Videovorlage. Die sieht etwas anders aus als die Downloadvorlage, denn hier wollen wir zusammen ein bisschen was erstellen. Wie ihr seht, habe ich hier ganz viele Symbole angelegt. Möchtet ihr generell mehr zu Symbolen erfahren, schaut euch doch gerne mein Video zu den Symbolen an. Ich werde es euch jetzt hier oben verlinken. Und nun zu unserer Vorlage und unseren Symbolen. Ich stelle den unteren mal aus. Und hier in der Vorlage, der Vorteil vom Symbol ist halt, dass man hier ein Symbol ändert und sich dann gleich die ganze Reihe hier ändert. Denn ich habe hier ein Symbol erstellt und dieses Symbol dann einfach hier hin kopiert. Ich zeige euch das einmal. Wir haben hier 4 Rechtecke drin. 2 davon sind ausgeblendet und wenn ich jetzt hier den Haken setze, seht ihr, dass sich die komplette Reihe mit verändert hat. Und so könnt ihr ganz schnell individuell ganz verschiedene Elemente für euer Ugly Christmas Design erstellen. Ich nehme den Haken jetzt hier wieder raus. Wie wir das hier erstellen, das machen wir jetzt. Und zwar habe ich hier unten die Reihe freigelassen. Das wäre normalerweise das Symbol Nummer 7 gewesen. Und das machen wir jetzt einfach einmal nach. Hierfür vorbereitet habe ich schon ein Rechteck, das aus verschiedenen kleinen Rechtecken besteht. 5x4. Ich mache es einmal auf. Und jedes Rechteck ist 100x100 Pixel groß. So können wir individuell jedes einzelne Element an- und ausschalten. Die Anordnung im Ebenenpanel ist von oben nach unten und von links nach rechts. Wie wir das erstellen, zeige ich euch später an einem großen Rechteck. Wir nehmen uns jetzt also unsere Gruppe, duplizieren sie entweder mit Steuerung J oder ich drücke die Alt-Taste und ziehe einfach eine Kopie hinüber. Dann lege ich sie mir hier hin, dass sie schön bündig ist. Und in meinen anderen Symbolen habe ich noch ein großes Rechteck drüber gespannt und dann die kleinen Rechtecke eingefügt. Man kann aber auch die Gruppe nehmen und als Symbol erstellen. Bitte nicht jedes einzeln, dann habt ihr hier ganz viele einzelne Symbole drin und die müsst ihr alle eigenhändisch wieder löschen. Also entweder eine Gruppe oder wir gehen hier links auf das Rechteck, ziehen uns ein großes Rechteck hier drüber auf, stellen die Kontur und die Füllung aus, ziehen unsere Gruppe hinein und die können wir dann auch auflösen mit Steuerung, Shift und G. Und jetzt haben wir ein Rechteck gefüllt mit kleinen Quadraten. Aus diesem Rechteck können wir jetzt ein Symbol erstellen. Wir drücken auf Erstellen und haben jetzt dieses Rechteck-Symbol erstellt. Ich zoome raus mit Steuerung 0 und füge es erstmal hier in einer Reihe ein. Dafür nehme ich mir das Symbol und ziehe es hier hin. X Wert 0. Daraufhin dupliziere ich es mit Steuerung J. Gehe auf den X-Wert,
und addiere hier die Breite dazu, also plus 500. Und dann kann ich mit Steuerung J die Reihe vollständig machen. Nun habe ich hier eine Reihe mit Symbolen und kann in diesem Symbol diese Reihe einstellen. Wir zoomen hier ein Stückchen näher rein und wir machen jetzt das Symbol Nummer 7 nach. Das heißt, ich gehe in das Rechteck und markiere mir die Rechtecke, die ich ausblenden möchte. Dafür halte ich die Shift-Taste gedrückt und wähle die Rechtecke aus, die ich ausblenden möchte. Dafür gehe ich hier links im Ebenenpanel bei den markierten Rechtecken auf den Haken und nehme ihn hinaus. Und schon habe ich jetzt das Symbol Nummer 7 erstellt. Alternativ könnt ihr auch, wenn ihr das ganze Dokument sehen wollt, eine weitere Ansicht dazu holen über Ansicht, neue Ansicht. Könnt ihr hier rausziehen, zoomt einfach hier hinein oder mit Doppelklick auf das Symbol. Macht euch die Größe, so wie es euch passt. Und könnt jetzt, wir machen hier nochmal die Haken alle wieder rein, alle markieren, Haken reinsetzen, könnt jetzt auch einzeln alles demarkieren und dann schauen, wie die Reihe hier aussieht. Oder mit gedrückter Shift-Taste mehrere Sachen markieren und diese dann demarkieren. Und hier seht ihr dann das Ergebnis. Ich mache jetzt die zweite Ansicht einmal zu. Zoom hier etwas wieder hinein. Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch mit dem Abstand von den Symbolen spielen. Dafür markieren wir die ganze Reihe. Und gehen hier oben auf Ausrichten. Wir gehen auf die horizontale Ausrichtung und können jetzt entweder den Haken bei automatischer Verteilung lassen. Dann werden sie automatisch mit einem gleichmäßigen Abstand voneinander angeordnet. Wenn wir den Haken hier hinausnehmen und sagen zum Beispiel plus 100 Pixel, ich gehe immer in 100er Schritten, da ein Rechteck 100 Pixel groß ist, können wir dann auch so eine Symbolkette erstellen. Oder wir sagen hier einfach minus 100 und dann sieht sie so aus. Und so könnt ihr auch schnell noch eure Elemente entsprechend verändern und bearbeiten. Ich lasse jetzt bei 0 Pixel Abstand und wir drücken Anwenden. Und nun nehmen wir uns noch ein weiteres Symbol. Auch hier nehme ich mir mal wieder die neue Ansicht. Wir gehen auf Ansicht, neue Ansicht, nehmen uns das hinaus, zoomen auf das Rechteck und legen es uns so hin, wie es uns passt und machen daraus jetzt ein weiteres Element. Mit einem Doppelklick gehen wir erstmal in das Symbol, zu sehen hier im Ebenenpanel, jetzt sind wir im Rechteck. Wieder Doppelklick, gehen wir in das Rechteck, auch hier im Ebenenpanel wieder zu sehen, dass jetzt hier das Rechteck aufgegangen ist. Und jetzt suchen wir uns die Quadrate aus, die wir ausblenden wollen. Shift-Taste gedrückt halten und wir markieren die und nehmen hier den Haken hinaus. Und wir sehen hier dann die Veränderung. Hierzu gibt es standardmäßig kein Tastenkürzel. Wenn ihr euch den Weg der Maus ersparen wollt, geht ihr auf Bearbeiten, Einstellungen, Tastenkürzel und legt euch dann ein entsprechendes Tastenkürzel hierfür an. Dann nehmen wir noch den und den. Nehmen die Haken raus. Und wir können hier in der Mitte den Haken noch rausnehmen. Und haben jetzt ein weiteres Symbol erstellt. Hier gefällt mir jetzt der Abstand nicht. Ich schließe die neue Ansicht, markiere hier die Symbole. Wenn ihr nicht alle bekommt, Shift-Taste gedrückt halten und die einzelnen noch dazu packen. Dann gehe ich auf Ausrichten, horizontal ausrichten, mit horizontalen Abstand anordnen. Und nehme den Haken raus und sage jetzt mal minus 100 Pixel.
So gefällt es mir besser und ich würde dann noch hier einfach zwei Symbole nehmen und die noch hier daneben packen, damit die Reihe vollständig ist. Wir sagen jetzt mal anwenden und dann nehme ich hier nochmal zwei Symbole, Alt-Taste gedrückt halten, rüberziehen. Und ihr könnt hier im Transformieren-Panel auch die Ausrichtung hinterher noch anpassen. Also 3600. Dann ist es wieder optimal miteinander ausgerichtet und es ist auch gleich in der Gruppe drin. Ihr könnt das Ganze hier dann gruppieren im Nachhinein mit Steuerung G. Ihr könnt es aber auch offen lassen. Ich arbeite lieber mit ein paar mehr Gruppen, denn sonst wird es unübersichtlich im Ebenenpanel. Nun können wir jetzt noch hier ein großes Symbol erstellen, wie zum Beispiel eine Schneeflocke oder einen Tannenbaum. Braucht ihr noch mehr Ideen für Elemente, die ihr für Ugly Christmas Designs erstellen könnt, könnt ihr auch einfach auf Pinterest gehen. Ich zeige euch das einmal hier, Pinterest. Und dann sucht ihr nach Stickmustern, zum Beispiel Weihnachten Herz. Und habt hier ganz viele Stickmuster und die könnt ihr in Affinity Designer einfach nachbauen. Hier unten sind zum Beispiel Schneeflocken, ein Rentier, hier sind Bäume, Muster. Wir können auch nochmal zurückgehen und suchen nach Schneeflocke. Und dann sehen wir hier zum Beispiel ein Muster, hier sehen wir welche. Oder hier und die könnt ihr dann mit den Quadraten einfach nachmachen. Ich würde zuerst ein großes Quadrat erstellen, in dem dann meine Rechtecke schön säuberlich der Reihe nach aufgegliedert sind und dann die markieren, die ich ausschalten möchte. Um jetzt so eine Gruppe zu erstellen, erstellen wir jetzt erstmal ein Rechteck mit vielen kleinen Quadraten. Diese Quadrate können natürlich auch wieder ein Symbol sein, wie zum Beispiel dieses hier. Wenn ihr dann ein Symbol ändert, ändern sich gleichzeitig alle. Muss aber nicht. Ich habe es jetzt hier auch mit einzelnen Quadraten gemacht, die kein Symbol sind. Wir legen uns dann einmal so eine Gruppe mit 9 mal 9 Quadraten an. Die Größe könnt ihr euch individuell selber festlegen. Ich zoome mal hier rüber, ein bisschen hier rein. Dann gehen wir hier links auf das Rechteck, ziehen einfach eins auf und dem gebe ich die Breite 100 und die Höhe 100. Gehe auf das Verschieben-Werkzeug, Taste V, gebe dem dann erstmal eine Füllfarbe, wir nehmen jetzt mal Blau. Und ich lege mir das gerne immer auf einen vollen X- und Y-Wert, von daher nehmen wir jetzt mal hier 4000 und 4800. Dann dupliziere ich das Quadrat mit Steuerung J. Und verschiebe es auf der Y-Achse nach oben. Ich gehe in den Y-Wert und sag minus 100. Und dann drücke ich Steuerung J. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Und wir sehen hier im Ebenenpanel, der unterste ist jetzt der unterste und der oberste und der hier in der Mitte ist auch tatsächlich der hier in der Mitte. Nun markiere ich alle Quadrate und drücke nicht Steuerung J, denn ich mache es einmal Steuerung J. Und wir sehen, jedes Quadrat ist über dem anderen Quadrat eingefügt worden und dann ist unsere Anordnung für unser großes Quadrat nicht richtig. Ich mache das rückgängig mit Steuerung Z. Ich drücke Steuerung C, Steuerung V. Und wir sehen hier im Ebenenpanel, es wurde darüber eingefügt. Also verschiebe ich diese ganze Reihe um 100 Pixel nach links auf der X-Achse. Ich gehe hier oben, sage X. Minus 100. Und nun ist unsere Reihe genau bündig mit der anderen. Nun drücke ich wieder Steuerung C, Steuerung V, gehe auf den X-Wert, sage minus 100, Steuerung C, Steuerung V, minus 100. Ich kann auch einfach weiter Steuerung V nehmen, muss jetzt aber bedenken, dass es die Reihe war, die ich kopiert habe, dann muss ich natürlich minus 200 nehmen. Dann Steuerung V, minus 300, Steuerung V,
minus 400. Jetzt habe ich 2, 4, 6, 7, also noch zweimal. Steuerung V. Minus 500. Steuerung V. Minus 600. Und jetzt habe ich 2, 4, 6, 8, 9. Jetzt habe ich 9 mal 9 Rechtecke und sie sind alle schön säuberlich in Reihe und Glied. Möchtet ihr wissen, wie ihr ein Quadrat erstellt, wo die Reihenfolge hier von links nach rechts und dann von oben nach unten geht? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ich werde dazu noch ein gesondertes Video erstellen. Nun markiere ich alle meine Quadrate, gruppiere sie mit Steuerung G und kann ihr jetzt auch eine andere Farbe geben, zum Beispiel mein Rot wieder. Und nun können wir hier die einzelnen Rechtecke entsprechend abmarkieren. Wir nehmen dazu jetzt mal die linke Schneeflocke hier und gehen in dieses Quadrat, was genau dasselbe ist wie das, was wir gerade erstellt haben. Doppelklick in die Gruppe und dann mit gedrückter Shift-Taste einfach die markieren, die wir demarkieren wollen. Und hier links wieder ausstellen. Und dann wieder Shift-Taste gedrückt halten, die ausstellen . Ich sehe gerade, hier habe ich es verkehrt rum gemacht, also nehmen wir den und den, stellen den aus, gehen auf den hier und dann weiß ich, der obere und der untere gehören wieder rein und dann kann ich hier die nächsten wieder markieren, ausstellen, markieren, ausstellen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie hier, kann ich hier wieder hingehen und weiß, der da drunter ist der hier. Ich mache ihn wieder an. Den hier machen wir mal aus und den machen wir natürlich an. So, dann machen wir den hier an und den hier unten und dann stelle ich den doch hier mal aus und habe wieder ein anderes Design. Könnte jetzt noch den hier und den nehmen und ausstellen und habe jetzt eine andere Schneeflocke erstellt als die hier links. Ja, ansonsten orientiert euch einfach hier an dieser Schneeflocke, die nicht markiert sind, markieren und dann hier den Haken rausnehmen. Und so könnt ihr euch dann verschiedene Schneeflocken, Tannenbäume, Rentiere, Herzen oder was auch immer erstellen. Lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf. Und nun möchte ich mit euch noch diese Pixel etwas verschönern, damit es aussieht wie hier oben, als wenn es wirklich ein Strickmuster wäre. Das geht auch ganz einfach. Entweder ihr habt jetzt hier in diesem Rechteck mit Symbolen gearbeitet und müsst nur ein Symbol verändern und dann verändern sich alle gleich mit. Oder ihr macht euch einfach eine Pattern-Vorlage bzw. Mustervorlage, die ihr dann auf die ganzen Pixel hier anwendet. Wie die hier oben. Wir zoomen mal rein. Und die bauen wir jetzt einfach mal nach. Ich scroll ein wenig raus. Wie wir sehen, haben wir hier erstmal ein Rechteck 100 x 100 Pixel. Ein Rechteck nehmen. 100 mal 100 Pixel. Das Ganze hat keine Füllung. Und hier drin sind dann zwei Rechtecke. Ich wähle mein Rechteck aus, gehe hier oben in der Auswahl einsetzen, gehe wieder auf das Rechteck und ziehe hier noch eins auf. Und wie wir im Ebenenpanel sehen, es wurde hier eingefügt. Dem gebe ich jetzt schon mal die Farbe Rot. Und da ich hier die Kontur jetzt einmal sehen möchte, stellen wir sie etwas an. Ja, auf 1 ist gut. Gehe dann wieder auf das Rechteck und werde es jetzt oben und unten mit einem Abstand von 5 Pixeln insgesamt haben. Das heißt, die Höhe wird
95 Pixel und die Breite nehme ich jetzt mal mit 45 Pixeln. Ich gehe auf das Verschieben-Werkzeug, Taste V und lege es mir jetzt erstmal mittig hier hinein. Dann gehe ich auf das Ecke-Werkzeug mit der Taste C, markiere die obere und die untere Ecke und ziehe sie einfach mal hier hinein. Wir gehen auf das Verschieben-Werkzeug, Taste V, duplizieren das Ganze mit Steuerung J, gehen hier oben auf Horizontal spiegeln und können es jetzt hier hinüberziehen. Wir markieren beide Kurven mit der Shift-Taste und können jetzt hier den horizontalen Abstand noch entsprechend auswählen. Und da verschieben wir einfach unsere Pixel, bis es uns gefällt. Wir sagen mal 3 Pixel anwenden und schieben es wieder in die Mitte. Nehmen das Rechteck, machen die Kontur wieder aus und haben jetzt dieses nachgestellt. Dieses exportieren wir jetzt über Datei, exportieren, sagen dann Bereich nur Auswahl, exportieren und nennen jetzt Pattern 2. Wir zoomen raus mit Steuerung 0 und wenden es jetzt mal auf diese Schneeflocke hier an. Wir wechseln auf das Füllungswerkzeug, Taste G und gehen hier oben auf Typ Bitmap. Wichtig ist, dass die Farbe hinterher nicht mehr änderbar ist. Das heißt, ihr müsst es in der Farbe anlegen, die euer Design dann haben soll. Wir nehmen Pattern 2. Und können das jetzt hier einstellen. Ich würde hier zu einem kleinen Quadrat hinzoomen und dann das hier anpassen. Sollte es nicht passen, wie zum Beispiel, ich mache mal die andere Pattern-Vorlage, zoom hier rein und wir sehen hier eventuell so einen Strich, dann nehmt ihr die Steuerungstaste, linke, rechte Maustaste gedrückt und könnt dann nur einen Hebel alleine einpassen, so dass die Pattern-Vorlage so aussieht, als wenn es ein Strickmuster wäre. So. Das Ganze könnt ihr natürlich auch hier noch drehen, in die andere Richtung oder noch kleiner machen, in diese Richtung, größer, wie auch immer. Drehen Sie jetzt mal um. So. Und schon sieht es aus, als wäre es ein Strickmuster. Dasselbe mit dem hier. Füllungswerkzeug ist noch aktiviert. Wir sagen Bitmap. Und dann stellen wir hier die Hebel ein. Na, so. Und schon haben wir das Ganze wie ein Strickmuster. Und dann nehmt ihr euch einfach eure ganzen Elemente und macht daraus so ein Design. Hier habe ich das obere Element genommen, dann habe ich mir die Schneeflocke genommen und den Baum. Habe dann nochmal die hier eingefügt, ein paar von diesen Symbolen und das Ganze hier nochmal gespiegelt. Ihr könnt auch die, natürlich jetzt nicht, die Füllung, Steuerung Z. Wir gehen auf das Verschieben-Werkzeug, Taste V. Diese hier markieren und die dann auch noch umdrehen. Je nachdem, sieht jetzt hier mit den Tannenbäumen nicht passend aus, aber wenn ihr zum Beispiel ein Herz oder so habt, könnte man das auch umdrehen. Ja, und dann lasst eurer Kreativität freien Lauf. Erstellt euch diese Vorlage, macht noch viele verschiedene Elemente und dann könnt ihr sie einfach per Drag and Drop in euer Design packen und bekommt ganz schnell ganz viele verschiedene Designs. Auch hier diese Pattern-Vorlage für das Strickmuster, da könnt ihr euch ja auch noch ein anderes Muster ausdenken und euer Design auch so nochmal immer wieder individuell anders aussehen lassen. Und das Ganze hier könnt ihr natürlich auch auf eine Schriftart anwenden. Für die Schrift habe ich mir auf DAV
Front jetzt die Pixel runtergeladen. Ich zeige euch das einmal. Hier bei der Font die Schriftart Pixelit. Hier solltet ihr natürlich darauf achten, ob ihr das fürs POD-Business kostenlos verwenden dürft oder nicht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, kann ich euch auch noch ein gesondertes Video dazu machen. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe hier das Pixelit genommen und dann bin ich hier links auf den Grafiktext gegangen, sag Test. Und sag hier, die Füllung ist rot. Natürlich alles groß geschrieben. Escape beendet die Eingabe. Hier würde ich dann den Text in Kurven umwandeln. Wir gehen auf das Verschieben-Werkzeug, Taste V, sagen in Kurven umwandeln. Haben jetzt hier eine Gruppe, die können wir auflösen, Steuerung, Shift und G. Gehen auf das Füllungswerkzeug, Taste G. Und dann suchen wir hier wieder die Bitmap raus. Und passen das dann entsprechend an. Entweder so klein oder groß. Und wenn es hier an den Rändern nicht passt, dann gehen wir auf das Knotenwerkzeug, Taste A. Und können dann hier die Knoten noch nehmen und sie etwas verschieben, sodass unser Strickmuster komplett zu sehen ist. Und auch hier dann ein bisschen zur Seite. Und dann passt ihr das an, damit es aussieht, als wäre es ein Strickmuster. Das macht ihr dann mit allen Knotenpunkten. Ihr könnt natürlich die Knotenpunkte hier alle zusammen markieren und dann zusammen verschieben, entweder nach oben oder nach unten, so wie es euch gerade beliebt. Das möchte ich jetzt aber nicht mit euch bis zum Ende durchexerzieren. Ich habe es hier oben einmal schön angepasst mit der gleichen Schriftart. Die habe ich in Kurven umgewandelt, dann die Patternvorlage drauf angewendet und dann die Knotenpunkte entsprechend angepasst. Möchtet ihr hierzu vielleicht auch noch ein eigenes Video sehen? Schreibt mir auch dieses gerne in die Kommentare. Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch mehr zu dem Nischentipp Ugly Christmas haben möchtet, dann schaut gerne beim lieben Merchwisper vorbei. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst dem Video einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal in der Designschmiede.